Seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es mal wieder um ein Arbeitslicht und zwar kommt dieses diesmal sogar mit einem Stativ daher. Es handelt sich heute um das Parkside PAS 1500 LM in der Ausführung A1 und wenn dich das Thema interessiert, dann solltest du jetzt dranbleiben. Ja, für Licht in der Werkstatt oder am Arbeitsplatz bzw. bei der Renovierung, wie wir hier auf dem Bild hier schon erkennen können, gibt es einige Lösungen. Die einen sind ein bisschen teurer, die anderen sind ein bisschen günstiger. Wichtig ist uns natürlich zum einen, es muss recht günstig sein, es sollte standfest sein, es muss hell sein und den Arbeitsplatz entsprechend ausleuchten können. Das alles vereint wohl diese Leuchte, diese Arbeitsstrahler mit LED-Technologie. Wir haben 3 Jahre Garantie bei dem Gerät, wie wir das bei Lidl bereits so kennen. Wir haben einen Lichtstrom, eine Lichtleistung von 1500 Lumen, eine Leistung von 20 Watt bei einer Farbtemperatur von 6500 Kelvin. Das Ganze kommt mit Stativ daher, das heißt, wir haben hier alles gleich inklusive und das Ganze derzeit zum Preis von etwa 35 Euro. Ich verlinke euch das Produkt natürlich unten in der Videobeschreibung, dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis abrufen. Kann natürlich mal sein, dass das Ganze vergriffen ist. Ich werde euch auch einiges an Alternativen noch verlinken und ich habe natürlich schon Videos gemacht zu anderen oder ähnlichen Baustrahlern und vielleicht könnt ihr da auch noch mal reinschauen, wenn euch das Thema sowieso interessiert. Ja, die Kabellänge ist natürlich auch nicht ganz unrelevant, weil wir hier kein Akkugerät haben, sondern wir haben hier ein kabelgebundenes Gerät. Das Kabel ist hier tatsächlich 5 Meter lang und damit haben wir natürlich einen großen Arbeitsradius, den wir damit abdecken können. Und in der Regel sollten wir damit auf der häuslichen Baustelle dann auch auskommen. Das Stativ kann übrigens bis zu 1,54 Meter hoch ausgefahren werden. Und das Gewicht des gesamten Apparats beträgt dann etwa 2,7 Kilogramm. Ist jetzt natürlich ein bisschen unwichtig beim Tragen oder Transportieren. Ihr werdet das jetzt nicht über größere Strecken transportieren, aber es ist vielleicht wichtig für die Standfestigkeit, dass ihr euch da etwas vorstellen könnt. Ihr seht schon, wir können das Ganze um 360 Grad oben auf dem Stativ natürlich drehen und wir können das um 180 Grad dann auch neigen, so wie wir das eben haben wollen. Ich würde sagen, ich packe es mal aus und wir gucken es uns etwas genauer an. Ja, so sieht das Ganze dann ausgepackt aus. Ihr seht schon, wir haben hier auch die Möglichkeit, das Ganze als normalen Baustrahler zu verwenden, denn wir haben hier hinten die Möglichkeit, das Ganze per Bügel dann so abzustützen und wir können dann auch gewisse Winkel damit einhalten und wir können das ganz einfach dann auch so hinstellen. Wir müssen nicht unbedingt das Stativ nutzen. Was wir hier oben haben ist, wir haben hier einen Handgriff, der gefällt mir allerdings nicht so gut, denn der ist hier hinten recht scharfkantig designt. Das hätte man vielleicht hier auch schließen sollen, damit das etwas besser ist. Naja gut, müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass er euch hier nicht wehtut bei, aber wenn ihr eh auf der Baustelle unterwegs seid, da trägt man ja in der Regel sowieso meist Handschuhe und da sollte das kein Problem sein. Außerdem, wenn der Strahler einmal steht, dann steht er sowieso. Der Strahler selbst ist IP65 Staub- und Wassergeschützt. Das heißt, ihr könnt den auch im Feuchtraum kurze Zeit betreiben und auf der Baustelle fühlt er sich natürlich dann auch wohl, weil wir hier eine der höchsten Staubschutzklassen haben. Wir können das Ganze dann noch feststellen hier über diese beiden Schrauben an der Seite. Ihr seht hier schon das LED-Modul da drin. Das ist kein COB-Modul diesmal, sondern das sind einzelne LED-Elemente, die hier drauf sind und die dann einzeln auch leuchten. Auf der Rückseite wird der Strahler einmal eingeschaltet und ihr seht auch, das ist hier wassergeschützt dann aufgebaut. Ansonsten ist das ganze Gehäuse hier aus Kunststoff gefertigt und hier hinten haben wir Kühlrippen, die fühlen sich an, als wären diese aus Metall. Das ist natürlich auch logisch, da Metall dann besser die Wärme natürlich ableitet. Das Kabel, wie gesagt, 5 Meter ist hier auch mit dran, ist auch vernünftig designt. Das heißt, hier ist nicht so ein Billigkabel verwendet worden, sondern das ist auch schon etwas von der robusteren Sorte. Das Stativ selber sieht so aus, wirkt jetzt auf den ersten Blick erstmal etwas klapprig. Wir haben hier noch die Möglichkeit, hier das Kabel direkt dran aufzuwickeln. Wir haben hier 2 solche Haken mit dran, da können wir das Kabel dann drum wickeln, damit da keiner drüber fällt. Und hier oben haben wir die Aufnahme dafür und da können wir dann
unseren Strahler drauf aufbauen und wir können das Ganze dann natürlich einstellen. Unten sind Gummifüße vorhanden, damit das Ganze nicht wegrutschen kann. Und das Stativ ist so designt, dass das wirklich sehr breit dann auseinander steht, sodass das wirklich dann nicht umkippt, wenn man dagegen rennt. Weil wenn man dann natürlich das umkippt und das in 1,50 Meter Höhe ist, dann kann es natürlich sein, dass der Strahler dann beschädigt wird. Wir haben auch eine Bedienungsanleitung mit dabei. Wenn ihr euch die im Vorab schon mal runterladen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr hier diesen QR-Code einmal kurz scannt oder auf lidl-service.com geht und das Ganze dann euch abruft. Empfiehlt sich natürlich immer, wenn man mal ein neues Gerät anschaffen möchte und dann kann man da vorher mal reingucken, ob das alle Spezifikationen erfüllt, die man sich auch so vorgestellt hat. Das Ganze wird von der CityGate 24 GmbH produziert bzw. in den Verkehr gebracht. Das haben wir jetzt hier so noch nicht gehört, ist mir auf jeden Fall jetzt erstmal neu. Aber wir wollen den natürlich jetzt ausprobieren. Ich werde den jetzt einmal aufbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, so sieht das Ganze dann aufgebaut aus. Ich habe den jetzt mal klein gelassen und ihr seht schon, wie sich das Stativ dann unten darstellt. Das ist wirklich sehr, sehr breit auseinandergefächert, sodass das wirklich sehr, sehr standhaft ist. Wir können jetzt mal herangehen und uns das Ganze mal etwas genauer anschauen. So sieht der Strahler dann aus. Das heißt, wir können den hier natürlich überall noch ankippen, so wie wir das wollen. Wenn wir die Decke beleuchten wollen, wenn wir an der Decke malern oder wie auch immer, dann können wir das natürlich dann so hindrehen, wie wir das haben wollen. Und wenn wir den natürlich hier irgendwie in eine andere Position bringen wollen, dann können wir den hier auch nochmal um 360 Grad drehen. So sieht das Ganze dann aus. Ich mache den mal an. Achso, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, schaut mal, da ist so eine kleine, möchte ich fast sagen, so eine kleine Kugel oder Halbkugel ist da drauf. Das ist natürlich dann dafür da, um das Licht so ein bisschen mehr zu streuen. Jetzt aber wirklich nochmal anmachen. Und das ist kein warmes Licht, sondern das ist wirklich kaltes Licht, damit ihr dann solche Arbeiten wie Malern und Lackieren auch ausführen könnt. Denn das geht bei warmem Licht natürlich weniger gut. Ich lege das jetzt hier mal oder ich stelle das jetzt mal hier so ein bisschen an die Wand und schaut mal, wie hell das Ganze dann sich darstellt. Ich mache jetzt hier mal die Beleuchtung aus. Ihr seht, der ist sehr hell und ist auf jeden Fall ausreichend zum Tapezieren, zum Malern, zum Lackieren. Wenn wir den natürlich dann mittig stellen, fällt uns das Ganze nochmal etwas mehr aus. Ich nehme ihn jetzt mal ein bisschen weiter weg von der Wand. Dann sehen wir, wie sich der Lichtkegel dann größer zieht. Und ich denke, man kann hier gut erkennen, dass hier wirklich ausreichend Licht zur Verfügung steht. Ich bin jetzt ungefähr, 2 Meter von der Wand entfernt, 2,50 Meter vielleicht mit dem Strahler. Und ihr seht, die Wand ist komplett ausgeleuchtet. Wenn ich den jetzt nochmal gerade hinstelle, dann kann ich auch euch etwa abschätzen, wie groß das Ganze ist. Wir sind ja hier direkt am Tor. Bis zur anderen Wand sind knapp, 7 Meter und ich muss sagen, ungefähr 5 Meter davon sind jetzt beschienen. Wenn ich natürlich weiter zurückgehe, dann kann ich den Lichtkegel natürlich noch etwas größer ziehen und dann kann ich so die ganze Wand und dann kann ich so auch die ganze Wand damit beleuchten. Ja, leider kann man den nicht dimmen. Das ist leider nicht möglich. Das wäre natürlich noch eine bessere Funktion. Auch wäre das natürlich schön, wenn wir hier die Lichtfarbe nochmal ändern könnten. Denn manche Arbeiten verlangen natürlich auch warmes Licht. Aber ich denke mal, zum Renovieren sollte das auf jeden Fall hinlangen. So, wie schon gesagt, ein recht einfach gehaltener Strahler. Ein paar Funktionen vermisse ich jetzt hier noch. Da könnte man ein bisschen mehr draus machen. Und wenn er dann eben 5 Euro teurer sein muss aufgrund der Herstellungsweise, dann ist das eben so. Ich glaube, darauf kommt es euch dann auch nicht so an. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da die gleichen Sachen vermisst wie ich oder ob ihr vielleicht sogar noch mehr vermissen würdet bei so einem Strahler oder ob ihr sagt, nö, der ist für mich auf jeden Fall völlig ausreichend. Genau das Teil habe ich gesucht und bei mir kommt es hauptsächlich darauf an, dass ich alles in allem bekomme. Das heißt, ein Stativ, ein Strahler und das Ganze zum günstigen Preis. Dann seid ihr hier mit diesem Gerät vielleicht richtig. Wie gesagt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Das ist immer auch ganz interessant für die Community-Mitglieder, die sich das dann auch nochmal durchlesen können. Ja, lasst eure Meinung in den Kommentaren, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch unterhalten hat, wenn es euch ein paar Fragen beantwortet hat oder euch sogar auf eine Idee gebracht hat. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so werdet ihr weiter informiert, wenn auf YouTube ein neues Video von mir startet. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage bis dahin.